Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war heute im Gym trainieren und mir ist aufgefallen, dass extrem viele Leute die Übung am Kabelzug falsch machen. Und zwar gebe ich euch heute einfach so einen kleinen Overview, wofür ist der Kabelzug gut, wofür ist von unten, wofür ist von oben das Ganze und so einen kleinen Geheimtipp noch, wie ihr die Brust noch besser trainieren könnt. Viel Spaß dabei! Okay, als allererstes erkläre ich euch die Richtung. Man zieht hier einmal von oben und von unten. Wir machen das Ganze jetzt einfach mal hier. Und zwar haben wir von oben den Kabelzug. Und viele denken, das Ganze ist dann für die obere Brust. Das ist aber Quatsch, denn das Ganze ist für die untere Brust. Das heißt, ihr geht nach vorne, Schultern kommen nach hinten. Achtet darauf, dass die Arme einigermaßen gestreckt sind, nur leicht angewinkelt und zieht unten zusammen. Und ihr seht auch eigentlich ganz gut jetzt hier bei mir, wie es in die untere Brust reingeht. Das heißt, da spürt ihr die Übung letztendlich, okay? Tack, tack. Jetzt, einer der häufigsten Fehler, die ich bei dieser Übung sehe, ist, dass die Arme zu sehr gebeugt sind und dann sehe ich sowas. Und genau das habe ich heute im Gym gesehen und dann dachte ich mir, Leute, ich muss ein Video dazu machen. Und zwar, wenn ihr den Arm nicht gestreckt habt und hier aus der Brustmuskulatur wirklich zieht und den Arm angewinkelt habt, dann trainiert ihr letztendlich nur den Bizeps. Und das wollen wir vermeiden, denn das ist ja eine Brustübung. Das heißt, mein allererster Tipp für euch, wenn ihr diese Übung macht, lasst die Arme hier leicht angewinkelt, dann gestreckt. Und stellt euch vor, die Arme sind wie in Gips eingegipst. Tack. Tack. Jetzt noch ein Geheimtipp. Zieht leicht über Kreuz. Beim Kabelzug haben wir den Vorteil, wir können über Kreuz arbeiten und somit noch tiefer den Muskel treffen. Das haben wir bei dem normalen Butterfly zum Beispiel nicht. Das können wir nicht machen. Wir können nur bis hier. Aber jetzt können wir bis hier ziehen und ihr habt eine viel stärkere Kontraktion der Brustmuskulatur. So viel zur unteren Brust. Wir gehen weiter zur oberen Brust. Obere Brust ist ja bekanntlich sehr, sehr schwer zu trainieren, sehr schwer zu treffen. Ich trainiere diese Übung super, super gerne, weil ich kann hier, wenn ich einarmig arbeite, oben fühlen, nach oben führen und ich ziehe immer, hier ist meine Körpermitte und ich ziehe bis hier rüber. Tack. Weil so komme ich ein bisschen weiter rein, als wenn ich einfach nur ganz normal bis hierhin ziehen würde. Außerdem kann ich die ganze Zeit fühlen, ob ich den Muskel wirklich treffe. Zieht bis zur Mitte rüber, bisschen darüber hinaus und fertig. Hier gelten die gleichen Regeln. Hier ist jetzt noch auffälliger, wenn ihr den Arm gebeugt habt, trefft ihr den Bizeps. Noch viel, viel auffälliger bei dieser Übung. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe aber wenig Zeit, ich muss die Übung mit beiden Armen gleichzeitig machen, um Zeit zu sparen, könnt ihr genauso über Kreuz ziehen. Hier. Ein Ticken mehr zur Mitte einfach. Klar. Außerdem, eine weitere Empfehlung ist von mir, ihr macht das Gleiche, aber von unten. Das heißt, ihr zieht jetzt hier und zieht oben wie Fleiß zusammen. Hier könnt ihr auch einen Ticken weitergehen. Und wieder zurück. Ganz wichtig ist dabei, dass ihr immer abwechselnd arbeitet. Das heißt, wenn ihr zuerst mit dem einen Arm über Kreuz gegangen seid, geht ihr nach mit dem anderen und wieder zurück. Bei der Übung schafft ihr es nicht, viel Gewicht zu nehmen, sondern müsst ihr immer mit wenig Gewicht arbeiten, um halt wirklich oben die obere Brust gut zu spüren. Also, fassen wir nochmal kurz zusammen. Oberer Kabelzug. Oberer Kabelzug für die untere Brust. Unterer Kabelzug nach oben für die obere Brust. Und die Regeln, Schultern fest zusammen, Brust isolieren, Arme fixiert wie eingegipst, keine Bizeps-Curls machen dabei. Und so könnt ihr die Brust richtig treffen.
Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Das sind so die meisten Fehler, die man als Anfänger gerne mal macht bei dieser Übung, die mir einfach super oft auffallen, wenn ich junge Leute im Gym sehe. Da wird oft viel Gewicht genommen, die nehmen dann viel mehr Gewicht als ich dabei. Und das liegt einfach daran, dass sie halt mit den Bizeps dabei mithelfen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonnieren nicht vergessen. Schreibt mir gerne weitere Fragen zu weiteren Übungen unten in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.